Könnt ihr mal die Maxim ein bisschen hauen, damit er seine Wutpunkte wieder voll kriegt? Ja, danke sehr, sehr schön. Das gefällt mir schon. Na, der Bomber reicht noch nicht. Machen wir das und das. Zack. Gucken wir mal, was 4 Schmerzen, wenn wir so an Erfahrung und Geld bringen. Weil die kommen ja relativ oft zu 4 hier. Die sind anscheinend ein Rudeltierchen. Ah, die arme Tier. Haut doch mich mal an, ey. Das ist doch voll gemein. So, was bringt das denn? 100 Erfahrung und 120 Goldmünzen. Geil. Oh, wir haben ein Level Up. Yay! Oh, Tier hat auch direkt ein Level Up. Ah, jetzt fängt die Zeit an, wo jeder ein Level Up hat und ich jedes Mal total durchklicken muss. Ja, ich hätte ja eigentlich gerne mehr Geld. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne mehr Geld. Ich habe eine andere Idee. Warte mal, ich habe noch... Oh, hier ist schon das Knallpferd. Dann machen wir wieder was. Dann machen wir doch was anderes. Wir können ja mal den Fomi ein bisschen füttern. Das können wir doch jetzt machen, oder? Wie kann ich das machen? Kann ich das hier machen? Gut, dann füttern wir den Fomi mal hier in der Nähe dieser Gebirge hier und setzen uns hier im Wald hin und machen ein Picknick. Kapsel. Futter. Leinenhelm. Jetzt wieder was anderes, oder wie? Ich habe auch keinen Leinenhelm. Kann ich das, wenn ich jetzt hier rausgehe und dann will er schon was anderes oder muss ich irgendwas machen? Immer noch ein Leinenhelm. Vielleicht ändert sich das nach dem Kampf. Gucken wir mal nach. Das wäre natürlich auch interessant. Kämpfchen, hallo. Was ist das denn? Ein Büffel. Oh, das ist so toll, dass die Tierchen einfach so einen Namen haben, wie sie auch aussehen, oder? Kein Terroraffe oder sonst irgendwas. Tu mal einen Funke drauf. Auf einen Gegner alleine drauf. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Ich schätze ja so dann 30. 40 sogar. Okay, weil er hat eine Schwäche dagegen. Eieiei, wir machen aber mit Maxim gar nicht so viel Schaden. Ich glaube, das war nur Zufall, dass er alles in dieser Schmerzung ist. Wahrscheinlich auch ein Insekt. Deswegen haben wir bei dem so viel Schaden gemacht. Und beim Knallpferd dann wieder nicht. Das wird es doch sein. So, jetzt drehen wir das mal um. Und tun Funk auf das andere Tierchen. Und dann müssen beide weg sein. Außer die haben jetzt ziemlich viel Leben. Ich hoffe aber nicht. Sehr schön. Ja, siehst du, wenn man das ein bisschen schlau macht, dann kann man die doch schnell erledigen. So, gucken wir mal, was jetzt unsere Wolke doch gerne haben möchte. Jetzt will er einen Mini-Rock haben. Haben wir auch nicht. Okay, ich glaube, das ist... Kann ich dir nicht einfach irgendwas anderes geben? Kann ich dir das... Kann ich auch einen Bumerang... Kann ich alles... Kann ich das hier alles den... Kann ich ihm das alles geben? Pfui, wirk. Oh, toll. Jetzt ist das Aufwecken weg und er dachte, er spuckt das einfach aus. Wie undankbar. Ich glaube, der wollte aber nur Waffen haben. Ich glaube, wenn ich so Gegengift oder so ihm gebe, das will der nicht. Die wollten nur Waffen und Rüstungen haben oder so. Ich meine schon. Wieder ein Büffel. Ja, dann machen wir es genauso wie beim letzten Mal. Auf den einen haut Maxim drauf. Ach, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch total doof. Guck mal, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt auf den rechten den Funke gemacht und Maxim haut den linken. Es wäre ja eigentlich schlauer gewesen, wenn ich eigentlich Funke und den Schlag von Maxim auf einen Gegner tue. Dann wäre nämlich direkt weg gewesen, dann müsste Tier ja nicht diesen Schaden hier kassieren. So, dann heilt die uns mal ein bisschen. Oh, ist das angenehm. Und bling. Oh, sehr schön. Und voll sind wir. Sehr schön. Jetzt, wie gesagt, jetzt macht das richtig Spaß hier. Und die Kämpfe sind auch ein bisschen interessanter, Anführungszeichen, also nicht so wirklich viel interessanter. Ja, vielleicht doch eigentlich schon, oder? Aber auf jeden Fall besser, als wenn Maxim nur draufhaut die ganze Zeit, weil wir nichts anderes machen können. Den Dolch, den haben wir. Ah, jetzt blinkt das auch. Blinkt das vielleicht, weil wir jetzt den Dolch haben? Ha, was war denn der Dolch? War der gut? Will ich mal erstmal nachgucken, bevor ich den irgendwann zu futtern gebe. Was war der, Dolch nicht das, was wir gekauft haben, ne? Ja, aber mit den Krabbeltüchern kommen wir auch ganz gut klar. Das können wir den wahrscheinlich erst... Können wir den ruhig geben. Dann geben wir ihm den Dolch. Mal gucken, wie ihm das bekommt. Schade um den Dolch. Oh, schon ist er weg. Vielen Dank. Ah, okay. Jetzt haben sich drei dieser Balken... Ah, drei Balken sind schon mal weg. Drei ist aber nicht viel. Hör mal. Komm, machen wir noch einen Kampf und... Guck mal, was dann ist. Der Bomber. Direkt mal. Warte, wenn ich jetzt einen Bomber mache und dann Feuer mache, sind die vielleicht schon alle weg. Nee, nee, das kann auch nicht sein, oder? So stark ist die auch wieder nicht. Aber schauen wir mal. Ah, schade, leider nicht. Na gut. Dann müsste aber einmal Funke nochmal ausreichen.
dann brauchen wir Maxim gar nicht zuzuschlagen, können erstmal wieder auf Passen oder auf, beziehungsweise auf Abwehr schicken und sie machen einfach nur einen Funke drauf. Bam. Dann sollten diese Würmer auch weg sein. Jawohl. Und Wolk ist aufgestuft. Sehr schön. Gucken wir nochmal. Der Dolch. Ah, okay, das geht jetzt ein bisschen hin und her hier. Kann ich ihnen einfach andere Sachen geben? Die Bratpfanne zum Beispiel? Pfui, Wirk. Der will nur den verdammten Dolch haben. Boah, ist der gierig. Ah, das ist, oh, das ist aber ziemlich schwierig, den irgendwie zu futtern zu geben, dass der einfach nur solche speziellen Sachen haben möchte. Ich habe gerade gesehen, wir haben dieses Waschdings da. Ich glaube, das können wir der Tia geben. Ach, sie hat den Mini-Rock an. Okay. Ah, und das Waschbrett ist scheiße, wie wir gerade sehen. Schade. Oh, die hat aber schon ziemlich viele Sachen an sich gerade. Dann können wir einfach das Waschbrett mal der Wolke zu essen geben. Vielleicht bringt das was. Ich bezweifle es ja, aber... Freework. Nee, okay, dann will er tatsächlich die Sachen die haben, die er da oben möchte. Oh, das ist aber ziemlich... Puh, das ist ja ziemlich schwierig. Und ich überlege gerade, möchte ich euch das antun? Das ist ja fast schon wie Leveln, das Tierchen was zu essen zu geben. Das will ich euch ja schon fast gar nicht antun. Wie mache ich das? Ha, ich denke mal, dass ich das auch offscreen machen werde. Und einfach versuchen werde, irgendwie Sachen aufzutreiben, dem was zu essen zu geben. Ah, oder ich mache das anders. Genau, ich mache es einfach. Ich nehme es einfach direkt zum Tretzen auf und mache es so ein Schnellvorb oder so wie sowas. Vielleicht, oder ich weiß ich noch nicht. Mal schauen. Na, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, dass wir uns ja erstmal hier kleine verabschieden. Und. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Und dann würde ich mal sagen, diesmal war es nicht so erfolgreich und. Aber wir haben trotzdem etwas geschafft. Die Krone von Lunaria ist gestohlen. Dafür werden wir uns, das werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Und dann würde ich mal sagen, ich schau mal hier ein bisschen, ob ich noch irgendwas zu essen für den Frobi kriege. Und, ich muss sagen, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal im Kerker von Lunaria. So, hier bin ich nochmal. So ganz weg war ich doch nicht. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen so umgeguckt, ein bisschen ausgeguckt. Und es ist ja wirklich so, ich habe mir überdacht, also er will so Lederweste, Mütze und Dolch und Degen, weil das immer so ein bisschen haben wollte. Und die Sachen gibt es ja alle zu kaufen. Wir sind ja, ah ja, genau, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hier irgendwo anders, nämlich wir sind jetzt, glaube ich, in Tarika. Genau, wo wir am Anfang gestartet haben. Bin da ein bisschen rumgelaufen. Und die Sachen kann man mir kaufen. Und zwar für so, glaube 250 bis 400 oder sowas. Und ich habe überlegt, da wir beim nächsten Mal eh im Dungeon sind, also viele Kämpfe machen werden. Das heißt, wir werden eh Geld bekommen. Habe ich mir gedacht, vielleicht ein bisschen Geld dafür auszugeben, weil ich glaube, es wäre gar nicht mehr so schlecht, Fomi ein bisschen aufzuleveln. Ich will eh die, also ich hätte die schon gerne alle auf Max. Das finde ich nämlich ziemlich cool, muss ich echt sagen. Also diese Dinger finde ich schon ziemlich nice. Deswegen würde ich das ganz gerne machen. Und er will, und deswegen würde ich mal sagen, ihr seid einfach mal dabei, während ich mir die ganzen Sachen hier kaufe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen teuer auf Dauer, aber mein Gott, will jetzt auch nicht so schrecklich sein. So, dann gehen wir das eben direkt mal. Ah, okay, ist ein bisschen jetzt eine kleine Klickere hier, sage ich mal. Aber ist auch noch ein paar kurze Zeit erledigt. Wo ist denn jetzt die Lederweste? Hör, wo ist die denn? Ich hab die doch gerade gekauft. Hab ich die außerdem ausgerüstet? Jetzt hat sie die Lederweste an. Was soll denn der Kack? Was soll sie nicht haben? Okay, mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen kämpfen. Das ist ein bisschen komisch. Besonders, wenn ich mich jetzt verklickere. Ich will auf Kapselmonster. Oh. So, jetzt blinkt das auch. Jetzt haben wir auch die Lederweste. Wo ist sie denn da? So, lecker oder sowas. Vielen Dank. Der Dolch. Wo krieg ich den Dolch denn her? Den kann man auch kaufen, ne? Der war ein bisschen teuer. Für 400. Ah. Warte mal eben. Das ist mir zu teuer. Wir können hier gut Geld sparen, wenn wir einfach kurz rausgehen, in Kampf reinmachen. Und dann will er plötzlich eine Mütze haben für 240. Das ist schon viel günstiger. Komm, hallo. Komm. So, flüchten wir einfach. Das reicht schon. Das habe ich nämlich ausprobiert.
Kampfmesser. Okay, das Kampfmesser will er auch zwischendurch haben, weil ich gemerkt habe, ich weiß leider nicht, wo man das herkriegt. Aber mir kommt der Name bekannt vor. Ich glaube, das hatten wir mal. Kann das sein? Auch wenn ich mich jetzt total irre und Blödsinn rede. Das mache ich ja ganz oft. Okay, wenn das jetzt doch noch so lange dauert, dann... Er will immer noch das Kampfmesser. Och, das kann aber nicht wahr sein. Komm, ein Kampf noch und dann bin ich wieder weg. Für euch. Also, ihr habt gesehen, wie ich das jetzt vorhabe. So mache ich das jetzt ein bisschen, bis ich kein Geld mehr habe. Und da müsst ihr ja nicht unbedingt dabei sein. Würde ich mal sagen. Deswegen gucken wir noch mal, was er jetzt haben will. Feuerball. Ey, das wollte er die ganze Zeit nicht haben. Ah, okay, jetzt habe ich eine Idee. Ich vermute mal, dass das... Er hat jetzt, glaube ich, 6 Striche. Und mit jedem Strich, der höher geht, wird er wahrscheinlich andere Sachen haben. Damit man nämlich nicht auf die Idee kommt, dass man jetzt... Welches Level sind wir jetzt? Level 10 oder so? Weiß ich gar nicht, welches Level sind wir eigentlich. Doch, wir sind Level 10 tatsächlich. Dass wir Level 10 dann schon wie auf Level 3 hinkriegen oder so. Oder auf Level 2, Rang 2 oder so hinkriegen. Ich denke mal, das ist... Ah, okay. Wir versuchen es noch einmal. Dann hat es doch nicht funktioniert, was ich vorhatte. Dann hat mir das Spiel einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ist aber auch gut so. Ah, verdammt. Dann brauche ich das alles gar nicht zu machen. Komm, einen Kampf noch, dann gucken wir noch mal. Und dann können wir das vergessen. Dann würde ich mal sagen, dann laufe ich wieder zurück nach Lunaria. Da dürft ihr auch gerne bei zuschauen, wenn ihr das möchtet. Und dann werde ich bei der Kirche einfach aufhören. Dann können wir direkt beim nächsten Mal weitermachen. Der Dolch, den will er wieder haben. Ach komm, wir kaufen den jetzt einfach. Ist doch scheißegal. 400 hat er gekostet. Ist es auch, ist schon... Ja, ich bin ja nicht geizig, komm. Geizig wollen wir nicht sein. Ich hatte mal einen sehr geizigen Mitschüler, der war ziemlich... Konnte ich nicht ertragen. Also ich will nicht sein wie der. Von daher... Jetzt habe ich das wieder ausgerüstet, ne? Also da muss ich aufpassen, dass ich Sachen kaufe, dass die Leute, die nicht ausgerüstet haben, besonders wenn ich jetzt Sachen kaufe, die ich gar nicht den Leuten geben möchte. Oder kann man das irgendwie nicht verhindern? Hoffe nicht. Dolch, da ist er. Vielen Dank. Was wird er jetzt? Die Robe. Keine Ahnung, was die Robe ist. Auf jeden Fall brauchen wir das hier nicht versuchen. Das klappt. Schluck auf, das klappt nicht. Dann gehen wir wieder zurück nach Lunaria. Oh, perfekt. Ah, ich wollte eine Bombe aktivieren. Natürlich geht das hier nicht. Ah, da habe ich eine andere Idee. Da matchen wir die einfach mal weg. Brauche ich nicht so oft zuzuschlagen. Außerdem flüchten die eh so oft. Da wird eh nichts raus. Ach, diese... Wow! Da hat man jetzt deutlich gemerkt, dass sie empfindlich gegen Feuer sind. Zumindest vermute ich das jetzt mal. Das hat man irgendwie gemerkt. Oder die haben irgendwie keine Abwehrkräfte oder so. Haben zu wenig Aktimel getrunken. So, wo war denn Lunaria? Das war doch richtig um die Ecke, oder nicht? Durch die Wüste hier. Oh, cool. Da kommt ja wirklich eine Wüstenanimation. Geil. So, dasselbe Spielchen noch einmal. Ja, vielleicht sind das ja Insekten. Vielleicht sind Insekten empfindlich gegen Feuer. Kann ja gut sein. Wird ja auch Sinn ergeben. Du Tierchen und so. Ich nehme alles zurück. Das ist Blödsinn. Vielleicht sind empfindlich gegen Wasser. Auch nicht so wirklich. Wir können ja zwischendurch mal gucken, was der vor mir von uns möchte. Haarband. Ja, das haben wir alles noch nicht. Dann ist das in höheren Gebieten oder so. Dann kommt das später, die Sachen. Also die sind mir alle vollkommen unbekannt vor. 16 und... 29. Das schwankt mal bei dem Maxim, schwankt das aber bei dem Büffel ziemlich stark. Der hatte bei dem letztes Mal nur 21 und jetzt 29. Ah, da war dann Level-Up dazwischen, ne? Ja, das kann sein. Ist auch letztendlich vollkommen egal. Wir gucken noch ein letztes Mal, was er haben möchte. Lederweste. Die konnte man aber hier kaufen, oder nicht? Die konnte man irgendwo kaufen. Hm. Konnte man die hier kaufen? Die Leinenweste gibt es hier. Den Leinenhelm, den Stirnband, Lederschild. Ach, hier gibt es die Sache zu kaufen. Oh Gott. Okay, dann will ich das trotzdem noch machen. Dann klappt das ja doch, was ich vorhatte. Dann mache ich das einfach und schneide das einfach so zurecht. Also, bis gleich. Tag, da bin ich wieder. Also, es ist wirklich zum Verrücktwerden. Jetzt, wo ich jetzt hier bin, bei Lunaria, will er die Sachen haben, die man bei Tarika kaufen kann. Jetzt wollte er gerade die Leinenweste und die Mütze. Es ist irgendwie zum Verrücktwerden. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie es sein sollte. Das wollte ich nur von der Seele reden. Also ich werde jetzt hier versuchen, noch irgendwie was zu machen. Bis gleich.
So, hallo. Wie gesagt, ich will das ein bisschen zusammenschneiden. Also, hier ist der Lionhelm. Den habe ich aber zufällig gefunden. Den geben wir mal den Fomi. Der Wolke, meine ich ja. So, vielen Dank. Ist wieder ein Lederschild. Den kann man kaufen. Da brauche ich auch nicht zu schneiden, denn da sind wir auch direkt in der Stadt. So, zack. Hier war das zu kaufen. Der Lederschild. Der Lederschild, der Lederschild. Da ist er für 400. Das ist ja noch einigermaßen verkraftbar. Wie kann man das... Hab ich das gekauft? Ich habe das gar nicht... Ich hab Steuerkreuz gedrückt. Okay, aber irgendwie... Jetzt haben wir es, glaube ich, nicht ausgerüstet. Kann das sein? Ja, also wenn man das irgendwie mit Steuerkreuz bestätigt, dann bleibt das... Kommt das ins Inventar. Irgendwie komisch. Wo ist das denn? Ja, hier ist es. So. Da haben wir, glaube ich, schon die Hälfte erreicht. Das ist schon mal gut. Kampfmesser, keine Ahnung, wo das ist. Ich werde es irgendwie suchen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Wolke möchte wieder ein Lederschild haben und den kaufen wir mal eben. So, wo ist er? Nee, Quatsch, unter Rüstung ist der. Da ist er. Da kann man ja, angenommen, man kann ja genau für A drücken für... Nee, nach unten für kauft steht er ja. So, und dann ist er im Inventar. Gut zu wissen. Lederschild, wo bist du? Da ist er. Blim, 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 blim. So, er möchte wieder ein Lederschild. Gut, dann können wir direkt ein zweites kaufen. Ja, so sollte es immer sein. Das ist ja so noch am einfachsten. So. Und viel mehr werden wir ihm wahrscheinlich auch nicht mehr geben können, weil mir da jetzt das Geld ausgeht. Ständig pleite sind wir. Furchtbar. So. Alles, die Leiste aber schon gut voll. Der Dolch, der war für 400. Ah, das bringt eh nichts, weil, der war, glaube ich, im anderen Städtchen zu kaufen. Und bis ich da hinkomme, haben wir eh einen Kampf betreten und... Ach, hier ist das lang... Nee, das Kampfmesser war das. Nee, dann habe ich mich geirrt. Gut, dann gucke ich mal noch, ob ich ihm noch irgendetwas... Also wahrscheinlich ein bis zweimal werde ich ihm wahrscheinlich noch was zu essen geben können. Ich versuche es nochmal. Wenn nicht, dann... Oder auch wenn doch, ist auch egal. Werden wir uns einfach nochmal sehen. Also, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Diesmal möchte Fomi, beziehungsweise Wolke, ein Lederweste haben. Und die sollte es hier zu kaufen geben. Und da auch für 600. Oder war das eine Leinweste? Nee, der wollte... Nee, war das anders? Der wollte eine Lederweste haben, nicht eine Leinweste. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken, was da genau stand. Da stand eine Lederweste. Okay, die kann man hier leider nicht kaufen. Dann hat sich das auch erledigt. Mein Fehler. Nee. Gut, dann bis gleich. So, da bin ich ein letztes Mal noch. Unsere Wolke möchte einen Leinenschild haben. Oder was? Lederschild. Auf jeden Fall diesen komischen Schild haben. Müsste ein Lederschild gewesen sein. So, und dann haben wir auch erstmal nur noch 248 Goldmünzen, aber das ist ja egal, wie gesagt, wir werden aber nächstes Mal in den Dungeon sein, deswegen wird das nicht so wichtig sein. Lederschild. So, das letzte erstmal. Dann haben wir auch, ich muss mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Striche noch, das heißt, wir müssen dreimal ihm noch was geben, dann entwickelt sich unsere Wolke schon. Denk mal, das ist ganz cool. Das heißt, unsere Wolke wird uns wahrscheinlich gar nicht mehr so lange so aussehen, wie sie ist. Aber das werden wir erstmal nächstes Mal erfahren. So, ich werde jetzt hier speichern. Und erstmal übernachten, dann speichern und dann auch hier aufhören. Dann starten wir hier und gehen direkt mal in die Katakomben des Schlosses. Ich vermute mal doch, dass es ein größerer Dungeon sein mag. Denn es wurde auch schon eine Andeutung gemacht, dass diese zwei Diebe nicht ganz richtig normal sind. Obwohl sie ganz schön komisch sind. Ja, nicht so wirklich viel Schrott. Das ist schon... Guck mal hier, schon wieder. Das ist wieder diese 10. Ich kann kaum reden heute. Ganz komisch. Nicht wirklich viel Fortschritt heute. Einen ziemlich blöden Typen hier, der hier euch total voll labert. Nicht mal mit richtigen, korrekten deutschen Wörtern. Aber so ist es manchmal auch. Auch wenn ich mal nächstes Mal besser. Ich hoffe es. Sonst gar nicht anfangen. Ist ja sonst unerträglich. Also, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann fitter und besser. So, wir haben es genau 0 Uhr bei mir, wirklich ganz genau 0 Uhr. Deswegen sage ich jetzt mal, gute Nacht, träumt was Schönes, vielleicht von mir oder so, mal schauen. Bis dahin.
gute Nacht. Tschüss.